Okay, jetzt kann es weitergehen. Wir hatten eine kleine Unterbrechung. Mit der Einraumbeute fangen wir an und machen hier, wie gesagt, eine ganz gewöhnliche Schwarmdurchsicht. Hier kann man erstmal richtig kratzen. Die haben richtig massiv Wildbau hier gemacht. Im Gesamtbild hat sich aber dieses Bienenvolk hier doch wirklich gut entwickelt. Den Ständer brauchen wir hier gar nicht. Brauchen wir fürs nächste Volk. Hier schieben wir erstmal die Latten raus, damit wir einen Bearbeitungsplatz haben. Und dann müssen wir erstmal hier alles reinigen. Das dient nicht nur zur Bienenwachsproduktion, sondern auch dazu, dass wir nicht die Tiere quetschen. Weil wenn Brückenbauten zu arg sind, dann quetschen wir unsere Tiere bei der Bearbeitung. Und dann könnt ihr auch gleich einen Handschuh anziehen, weil der hat nämlich dann ähnliche Effekte wie gequetschte Tiere beim Bearbeiten. Führt definitiv zu Aggressivität. Und wenn man, so wie ich, freihändig mit der Biene arbeiten möchte, dann muss man dazu auch die Grundbedingungen erfüllen. Okay, das war's schon. Und die Seitenteile, jetzt einen schönen Trick. Dann zeige ich euch gleich, die Seitenteile mache ich nämlich jetzt in meiner Bearbeitung direkt. Schöne helle Wabe. Drehen wir gleich mal rum, dass sie nicht weiterhin krumm bauen. Und da müssen wir die Bienen kurz wegschütteln, dass wir hier diese Hügel etwas runterdrücken können. So, und jetzt können wir hier die Seitenteile nämlich so wegmachen. Das ist einfach ein Tacken schneller, wie das von der oberen Bearbeitung zu machen. Hier genauso. Hier müssen wir auch was machen, weil die Wabe hier ordentlich krumm ist. Und ja, versetzen will ich die jetzt nicht, weil hier wird bald Drohnenbrut drinnen stehen. Deswegen lassen wir die hier im vorderen Abschnitt. Wenn das jetzt eine reine Honigwabe gewesen wäre, dann hätte ich tatsächlich die nach hinten verlagert, im Honigraum. Hier müssen wir auch nochmal drüber, das Wachs wegmachen. Das sieht jetzt nicht gerade gut aus. Ne? Sehr, sehr lückig. Hier sind doch hohe Wahrscheinlichkeiten auf jetzt schon
eine Rohrbelastung zu erwarten. Da ist unsere Königin, die lassen wir da auch mal noch drin. Und hier haben wir eine ziemlich blöde Wabe drin, weil wenn ich die jetzt nicht rausschneide, dann werden sie mir gerade wieder Drohnenbrut anlegen. Und da wir hier bei dem Volk so wissen, dass die Brut sehr lückig ist, machen wir hier jetzt die ganze Wabe raus und lassen nur den oberen Bereich auch dran stehen. Weil ich möchte jetzt endgültig die Drohnenzellen aus diesem Oberträger rausbekommen. Und dazu muss man jetzt tatsächlich auf die Bienenbrut hier unten verzichten. Das geht nicht anders da. Aber die Bienen kompensieren das und im Gesamtbild wird es dem Bienenvolk mehr gut tun wie schaden. Und ihr wisst ja, wenn wir eine Wabe in einem Einraumsystem abschneiden und die kleiner wird wie die nächstliegenden Waben, dann müssen wir den Oberträger versetzen und wieder auf die richtige Position reinbringen. Das heißt, dieser Oberträger hier geht jetzt in den direkten vorderen Bereich rein. Und dann werden die Bienen hier wieder anbauen. Das heißt, der hier war falsch. Hier kommt die Brut. Das ist in dem Fall Männchenbrut, aber Brut zu Brut. Ist okay soweit. Und nächste Wabe. Mein Job ist übrigens, einen Kunstschwarm noch für Kunden zu ziehen. Und da dieses Bienenvolk über ausreichend Bienenmasse auch verfügt, können wir jetzt schon mal anfangen, da einfach ein paar Bienchen in die Kunstschwarmkiste reinzubringen. Oh, eine Erdbeere. Die lasse ich mir nicht entgehen. Und am besten noch in Salbeiblatt eingewickelt. Also Permakulturen bei Bienenständen
sie ihn einfach echt Sinn bringen und nützlich für mich und für die Insekten. Na, kommst du da raus, du Bollen? Danke. Also hier auf der Wabe haben wir genau dasselbe Spiel. Wenn ich hier jetzt nicht agiere, dann wird da immer wieder Drohnenbrut entstehen und ich habe immer wieder dasselbe Problem von vorne. Deswegen machen wir jetzt auch diese Wabe hier etwas kleiner. Genau, hier hat man vergessen. Wenn man das Messer zur Hand hat, dann geht man nämlich gleich auch hier über die Lücken drüber. Wird übrigens alles von den Tieren wieder zu 100% repariert, was ich hier kaputt mache. Und wenn man das richtig macht, kann man dem Bienenvolk auch so nicht schaden, sondern nur die Bienen da maßgeblich unterstützen. Wenn sie hier mal über einen Oberträger drüber bauen, dann hilft es denen wieder platt zu schaben. Somit haben wir das nächste Mal nicht mehr so viel Probleme. Das ist auch eine Brutwabe. Das heißt, wir können die hier ansetzen. Ich habe die jetzt nur versetzt, weil ich sie ja abgeschnitten habe. Dadurch wird sie kleiner und hat dann hier in dieser Lücke nichts mehr verloren. Und hier haben wir genau dasselbe. Dann wieder hier Drohnenbrut in der Bienenbrut. Und wenn wir das jetzt endgültig separieren wollen, müssen wir hier leider auf ein paar Bienen verzichten. Bienen bitte nur dann wegpusten, wenn ihr immun seid, im Gesicht vor Bienenstichen. Weil wer pustet, riskiert immer, dass die Bienen einen in die Lippe pieksen. Wegen dem CO2-Ausstoß.
Ja, komm raus. Okay, also hier müssen wir mit der Honigwabe noch einiges machen. Erstmal hier alle Bollen reindrücken. Und dann haben wir da unten ein paar Ausbuchtungen. Die können wir jetzt ein bisschen korrigieren. Hier auch nochmal. Da geht man dann ein bisschen mit dem Stoppmeißel schräg rein. Hier wird es jetzt gleich ganz schwierig, weil das ist echt so eine richtige Brecherwabe hier. Da sollte man auch jetzt nicht draufschlagen, weil die noch sehr hell ist und mit hoher Sicherheit dann abbrechen würde. Deswegen ist jetzt hier der Besen angebrachter. Und da wird es jetzt echt lustig, weil das ist halt ein Brocken hier. Ne? Den kann man eigentlich nur mit ganz vielen kleineren Druckbereichen wieder ja, relativ siffarm wegdrücken. Wenn ich jetzt mit einmal reingehe, dann fließt der Honig richtig arg. Wenn ich das jetzt hier auf mehrere Striche aufteile, dann seht ihr, kann ich ja mit dem Stoppmeißel da teilweise Honig auffangen und hier auf die Ränder geben. Da können es die Bienen wieder abschlecken. Wichtig ist halt, dass das Ding jetzt nicht irgendwie zu arg am Siffen ist. Hier müssen wir noch ein bisschen reindrücken. Und dann gibt es immer so einen tollen Trick. Wir brauchen Arbeitsbienen. Hier am Einsatzort. Werfe ich nicht jetzt gerade die Wabe mit der Königin. Hier. Gibt man da mal ein paar Bienen drüber. Dass sie so schnell wie es geht den fließenden Honig aufschlecken können. Die Wabe ist noch relativ harmlos zum Korrigieren. Auf jeden Fall mal rumdrehen. Und dann auch mit gegen. Also hier, ich halte jetzt hier mit meiner Hand gegen, weil die Wabe sonst durchbricht. So, einmal hier schon geschafft. Jetzt da nochmal kurz reindrücken. Und das war's auch schon bei dem Volk. Machen wir die mal ganz schnell dicht, dass wir hier wieder die Arbeitskräfte in Ruhe lassen, die den Honig wegschlecken. Und wir machen mit dem Produktionshomehive weiter. Hubala, Messer ganz vergessen.
So, wir haben Drohnenboot geschnitten. Verhalten war gut, Gesundheit kriegt keinen Pluspunkt, Entwicklung war gut. Im Bautrieb ist das ein Minus, weil die haben mir einfach viel zu viel Brücken gesetzt. Und dieses Thema Brücken bauen ist leider immer genetisch. Jetzt ist mein Stift wieder hier kaputt. Das war ja ganz blöd. Ach komm schon. Komm, hopp, schreib wieder. Schreib. Minus im Bautrieb. Schwarmtrieb kann man nochmal ein Plus geben. Honig haben sie eigentlich auch ganz gut eingesammelt. Für eine Einraumbeute. Da sieht man übrigens auch gleich wieder die Unterschiede zwischen Einraumbeute und dem Produktionshomehive mit Mittelwänden. Also sprich die Kombi zwischen Topbar-System und konventioneller Rähmchenhaltung. Weil wenn man Mittelwände in Bienen gibt oder ausgebaute Waben, dann haben wir einfach eine wesentliche Steigerung an Honig. Und wir haben hier Bienen entnommen, BI für Bienen entnommen. Und weil es erstmal mit denen jetzt hier nicht weitergeht, machen wir da mal schnell einen Deckel drauf. Und wenn ihr so einen Kunstschwarm bildet, dann stellt ihr die Tiere bitte immer in den Schatten rein. In der Sonne mögen sie es gar nicht. Die werden übrigens nachher verkauft, deswegen mache ich die Schwärme hier jetzt. Da kommen dann noch junge Königinnen rein. Und es gibt einen Mischkunstschwarm. Also sprich, wir gründen den Kunstschwarm mit 1,5 Kilo Bienenmasse aus verschiedenen Bienenvölkern, die auch stark genug sind, um das zu kompensieren. Dieses Bienenvolk ist definitiv mal nicht so stark. Da kann man dann auch keine Bienen abziehen. Das sieht man schon von oben, dass da noch nichts geht. Aber so ein kleines Völkchen hat hier ganz schön viel gesammelt für die kleine Bienenmasse. Einen Schwarm. Den Schwarm habe ich übrigens, damit es schneller geht in der Produktion, habe ich die mit ein paar Brutwaben noch verstärkt. Und ich kann mal auf die Stockkarte gucken. Ich denke, ich muss die Königin hier markieren. Ne, brauche ich die Stockkarte gar nicht angucken. Die ist definitiv nicht markiert, die Königin. Hier fange ich jetzt wieder an, Waben zu drehen, weil sie hier eine Ausbuchtung machen. Und hier auch. Jetzt ist es wieder im Lot. Wenn ihr Waben dreht, müsst ihr wirklich eins beachten. Brut zu Brut, Pollen zu Pollen, Honig zu Honig. Alles andere würde die Bienenbiologie definitiv völlig durcheinander würfeln. Daher kommt auch der Spruch, dass man die Waben nicht umhängen soll. Aber man muss die ganze Sache von zwei Seiten beachten natürlich. Das eine ist die Bienenbiologie und das andere ist, wir halten die Tiere als Menschen. Und da müssen wir halt gewisse Grundbedingungen beachten und speziell im Naturwabenbau. Es ist halt schon wichtig, dass die Waben gerade sind. Sonst können wir im Nachhinein da wirklich schon mal von massiver Räuberei dann ausgehen. Und die ist für gar nichts gut. Deswegen werden Waben korrigiert, wenn sie noch nicht räubern. Und wenn die Biene anfängt zu räubern im Spätjahr, nach verblühender Linde, dann haben wir auch nicht mehr diese Dickwabenprobleme. Nicht mehr in der Form wie jetzt im Frühling. Da ist die Königin, ohne Punkt. Dann markieren wir die doch gleich. Da kommst du her jetzt.
Das hier ist jetzt eine ziemlich dunkle Königin. Das bedeutet, das ist ein Karnika-Hybrid. Und die werden bei mir weiß markiert. Ich gehe nicht nach Jahresfarben, ich gehe nach meiner Genetik. Und so wird ein Karnika-Hybrid in weiß markiert. Ein Hybrid, also sprich, wo die ganze Genetik gemischt ist, wird grün markiert. Und die Ligustica-Hybriden, wo wir wesentlich mehr Ligustica-Genetik drin haben, die werden in gelb markiert. Ich benutze übrigens auch eigentlich immer Nummern, weil so kann ich einfach die Vererbung viel besser nochmal mir angucken auf meine Stockkarten. Na, kommst du raus. Das ist die grün, Entschuldigung, die weiß. Die weiße 63er wird das. Ein Tupfenkleber kommt hier auf den Thorax. Mit Spucke kann man Zahnstocher nass machen, dann klebt nämlich das Opalitblättchen ganz wunderbar. Und dann muss man es halt nur ein bisschen festdrücken. Und ihr seht, das war tatsächlich nur reine filigrane Fingerarbeit. Wenn man einen kleinen Fehler macht, ist die Königin tot. Und wie ihr das lernen könnt, genauso wie ich, schnappt euch die Drohnen. Die haben keinen Stachel. Und fangt an, die Drohnen freihändig zu markieren. Wenn ihr Drohnen perfekt markieren könnt, ohne dass die Drohne stirbt dabei, und ihr wollt auch das Tier dann wochenlang später noch in eurem Bienenvolk sehen, nämlich mit dem Punkt drauf. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr anfangen, eure Bienen zu markieren. Die haben nämlich einen Stachel. Und wenn euch eine Biene erwischt beim Markieren, dann hättet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit der Königin halber den Kopf abgerissen. Und wenn ihr Bienen perfekt markieren könnt, ohne dass die euch gestochen haben, dann könnt ihr jede Königin der Welt freihändig, so wie ich, markieren. Ganz, ganz übles Brutnest hier. Genau wie drüben, das deutet auch schon leider massiv auf Milben hin. Bei dem Volk gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Da haben wir ein paar Sachen zum Korrigieren. Aber wir kommen hier relativ fix vorwärts. Hier, das Brutnest sieht schon wesentlich schöner aus. Damit kann man wieder besser arbeiten. Guck, auch hier habe ich jetzt die Wabe ganz bewusst gedreht, wegen diesen Lücken hier in der Mitte. Wenn ich jetzt die Wabe nur platt mache, aber die Lücken nicht rumdrehe, also hier die Lücke, ne, dann baut die Biene gerade wieder dick raus. Und das Wabendrehen hilft eben, dass wir keine Lücken bilden. Hier bekommen wir nochmal Drohnenbrut raus. Hier brauche ich eigentlich auch nichts drehen. Jetzt muss ich rauchen. Sonst werden sie stinkig. Die Wabe müssen wir auch drehen und dann ganz leicht hier einmal korrigieren. Die Wabe drehen wir nicht, aber diese hier wieder. Und nächstes Volk. Jetzt wissen wir auch die Genetik der Königin, Karnika-Hybrid. Die Mutter ist unbekannt hier bei dem Volk. Und war es nicht die 63er?
63. Weiße 63. So, Verhalten fand ich auch nicht so toll. Gesundheit auch nicht. Entwicklung hätten sie viel mehr machen können. Der Bautrieb war gut und für das kleine Volk war auch der Honigertrag gut. Aber mehr Pluspunkte gibt es für die nicht. Die Königin bleibt definitiv noch in der Kiste drin. So 5 bis 10 Minuten solltet ihr die Königin nicht rauslassen nach der Markierung, aus zwei Gründen. Der eine ist, die Bienen können die Königin töten, weil sie fremd riecht, nach Kleber zum Beispiel. Und der andere Grund ist, selbst wenn sie die Königin nicht töten, fangen die Bienen sofort an dem Opalitblättchen rumzureißen und rumzunagen. Und die lüpfen das noch ab, bevor es trocknet. Und somit haben wir dann auch nichts gewonnen. Und die Königin kann da tatsächlich auch ein paar Minuten vorm Flugloch mal drauf bleiben. Passieren kann da nichts. Das hier war ein Muttervolk, wo mir abgeschwärmt ist. Und die haben trotzdem richtig viel Honig reingeschleppt. Bei dem Volk wird jetzt alles noch mal einfacher, weil wir haben hier bereits die Waben alle wunderbar korrigiert. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Schnelldurchlauf machen. Wenn ich die Königin sehe, dann bekommt die natürlich sofort ihr Punkt. Wenn ich Drohnenbrut sehe, wird die in dem Falle sofort rausgeschnitten. War jetzt natürlich nicht viel, hat sich aber trotzdem gelohnt. Also speziell, wenn euch ein Bienenvolk einen Schwarm bildet, da sollte man tatsächlich fix hingehen und Drohnenbrut rausschneiden, wenn sie nochmal entsteht, weil die Restmilben sich dort ganz massiv anreichern. Also speziell, wenn die Königin mal kurzzeitig keine Eier legt, gehen die ganzen Varroamilben in die offene Drohnenbrut rein. Ich muss natürlich überprüfen, ob wir Eier haben und Larven. Jawohl, das haben wir hier zur Genüge. Das heißt, jetzt weiß ich schon mal, dass die Königin an Bord ist. Und wenn ich sie sehe, kriegt sie einen Punkt. Und wenn ich sie nicht sehe, dann ist auch okay. Dann sehe ich sie nämlich das nächste Mal, dann bekommt sie da halt einen Punkt. Hier ist übrigens die Königin rausgekommen. Diese Schwarmzelle hier, eine alte. Königin habe ich jetzt hier auch noch nicht gesehen. Und dass sie hier noch kommt, ist eher unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich. Sehen tue ich da auch keine drauf. Jede Menge Drohnen auf jeden Fall mal drin. Das war ein schönes Volk. Und da hat sich das gelohnt, die Drohnen schlüpfen zu lassen. Wir haben hier einen kaputten Oberträger. Der wird im Spätjahr als allererstes zur doppelten Brutentnahme genommen. Wenn ich dann da die Brut von drauf abschneide, dann ist der Oberträger danach Müll. Eben stimmt hier nicht so ganz. Ah, hier sind zwei Oberträger kaputt. Das Stückchen war hier und das Stückchen war da. Dann haben wir es aber wieder. War jetzt eins der Völker, die ich nicht so toll fand. Also sie haben auf jeden Fall mal hier Drohnenbrut mal raus. Das Verhalten war gut.
Die Gesundheit war auch gut, habe ich nichts Schlechtes gesehen. Die Entwicklung war aber nicht schlecht. Der Bautrieb war schlecht und ohne Ertrag haben sie wieder gut gemacht. Und hier können wir einen Check machen, weil am 9. Mai war ich mir nicht sicher, ob die eine Königin haben. Aber jetzt wissen wir es sicher, die haben eine. Von daher alles gut. Das ist jetzt natürlich wunderbar. Wir haben hier nämlich ein Volk, wo mit einer 21er Königin bestückt ist. Rappelvoll, wie man schon an der zweiten Kiste hier wunderbar erkennen kann. Und dann würde ich doch fast schon sagen, wir bilden hier die restlichen Bienen für den Kundschwarm aus diesem Bienenvolk. Wow, sehr schwere Kiste hier. Ui, es ist... Ach du dickes Ei. Das war jetzt nur die oberste. Wie sieht es denn hier mit der aus? Ui, es ist noch schwerer. Uah. Also, wie gesagt, ich bin kein Fan von Styropor. Aber also mit Holzkisten könnte ich meinen Beruf nicht ausführen ohne Kransystem. Und wenn ich für meine regenerative Bienenhaltung ein Kransystem brauche, dann stimmt da was nicht. Wir haben gesagt, dass wir da vorne in der Königin-Homehive-Kiste eine Brutwabe brauchen. Und zwar mit schlüpfender Brut. Das können wir hier aus diesem Bienenvolk rausnehmen. Die sind auch locker stark genug, um das zu kompensieren dann. Auch hier muss ich jetzt leider, um an die Drohnenbrut ranzukommen, Bienenbrut opfern. Was auch in dem Fall tatsächlich gerechtfertigt ist. Und damit die Bienen wieder richtig schön bauen können, muss man denen auch den Bogenschnitt wieder ermöglichen. Hoppala, der Oberträger soll hier drin bleiben, bitte. Naja, komm, wir können noch einmal die Wabe mittig lassen, dass sie hier wieder einen Bautrieb reinbringen. Dafür landen jetzt alle Waben in der Mitte, die die Bienen ausgebaut haben mit Männchen, seitlich. Und zwar der Größe nach abstaffelnd, nach den Außenkanten hin. Also hier wäre jetzt eine schlupfreife Wabe am Rand. Da krabbeln gerade die ganzen Jungbienen raus. Hier an den Rändern sind Schlupfränder. Aber die Wabe hat zu wenig Brutmasse. Das hier sieht doch schon viel besser aus. Also da würde ich mal sagen, das ist doch eine super Brutwabe. Die wir uns mal vorbehalten, die rauszunehmen für das Königin-Homehive. Ob ich die jetzt genau nehme, weiß ich noch nicht, weil vielleicht finde ich ja noch eine bessere. Aber wir merken uns die auf jeden Fall mal vorher. Ah, schaut euch mal hier diese Wabe an. Haben die innerhalb von 7 Tagen gebaut. Und die ist deswegen so perfekt ausgebaut, weil ich sie zwischen 2 Brutwaben in der Schwarmzeit reingeklemmt habe.
Hier war eine Brutwabe, da war eine Brutwabe, hier eine und ich habe sie zwischen Reihen. Die Biene hat Panik bekommen, weil sie das Brutnest geschlossen haben möchte und hat mir innerhalb von wenigen Tagen eine richtig schöne Wabe runtergezogen. Eine Pollenwabe mit schlupfreifer Brut. Ja, Pollen will ich jetzt darüber nicht reinhängen, weil so ein Wirtschaftsvolk hat mehr Pollenbedarf wie so ein kleines Volk. Auf der nächsten Wabe habe ich gerade die Königin spazieren sehen. Und die ist doch perfekt, die Wabe. Genau die nehmen wir jetzt. Natürlich ohne Königin und natürlich ohne Bienen. Weil sonst batschen sich die Tiere. Und sehr gut, wenn wir hier sogar noch ein bisschen Drohnenbrutzellen haben. Weil wenn die nächste junge Königin da hinten dann brütet, dann haben wir Wahrscheinlichkeit, dass die hier nochmal männliche Brut ansetzt, die wir dann wieder von den Begattungskisten rausschneiden können. Und die Brutwabe bleibt hier im Volk. Und dann machen wir hier noch einmal eine Brutnestauffächerung für nochmal eine schöne Wabe, die sie dann hier reinbauen. Ne, Moment, das war der falsche Platz. Weil die Wabe ist ein bisschen kleiner. Hier haben wir zwei völlig ausgebaute Waben. Wenn wir jetzt hier einen leeren Oberträger reinmachen, wird die Biene den komplett runterbauen. Das hier nennt man Räuberei. Und sobald wir Räuberei haben, heißt das Deckel zu. Und dann muss man halt mit jedem Schnitt Deckel auf Deckel zumachen. Alles andere wäre grob fahrlässig und würde die Bienen massiv in Probleme bringen. So, die... Nee, war das die? Wo wir gesagt haben, wir nehmen da... Nee, das waren die nicht. Ja, ich weiß. Die hier waren es. Ne, die waren es auch nicht. Wo waren sie denn? Wollten doch... Irgendwo wollten wir doch hier eine... Das war es auch nicht. Ich sage mal. Die können es auch nicht gewesen sein. Ne, das muss die hier gewesen sein. Ja, die war's. Hier haben wir die Königin. Komm mal her, der Gute. Komm, rein mit dir. Bienen abschütteln. Ist eine Honigwabe. Alles Bienenbrut. Eignet sich noch besser sogar wie ein leerer Oberträger. Die werden hier ratzfatz runterziehen. Und wir haben hier richtig Räuberei. Ich habe nicht mehr viel Zeit, mit den Tieren zu arbeiten. Muss jetzt einen Tacken schneller gehen. Und zur Not muss ich eben sogar abbrechen, weil sie mir zu arg räubern. Oh, 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 das darf nicht passieren. Hier haben wir jetzt schon den Job gemacht. Dann alle Bienen wieder rein. Komm schon, rein mit euch. Nicht raus. Wenn Bienen räubern, dann muss man mit den Tieren anders da umgehen. Und wie gesagt, in erster Linie einfach alles abdichten, was Räuberei auslösen könnte. Hier, ja, das lohnt sich auch schon. Okay. Wir brauchen jetzt die Waage. Ich muss nämlich jetzt wissen, wie viel Kilo wir in der Kunststoffkiste schon drin haben. Also ich verkaufe immer 1,5 Kilogramm Kunstschwärme. Plus eben eine Königin.
Hier ist unsere Waage. Wir haben ein Leergewicht von 5,1 Kilo und jetzt haben wir 6,4. 5,1 plus 1 sind 6,1 plus nochmal die 0,5 sind 6,6. Das heißt 0,3 Bienenmasse brauchen wir hier noch drin und das können wir jetzt hier relativ leicht bilden aus dem Volk. Natürlich werden jetzt hier nochmal ein paar Bienen wegfliegen, ist nicht schlimm, die meisten bleiben drin. Ja, wir sind hier einen Ticken zu langsam. Wir nehmen den oberen Raum. Also hat noch nicht ganz gelangt hier. Ah, warte mal, ich habe ja dann. Ach, da war ja noch der Deckel oben drauf. Wir haben 6,8, 5,1 plus 1 Kilo, 6,1. Und wir haben ja 6,8. Minus 5,1. 1,7, ne? Dann haben wir doch schon uns einen 1,5er Kunstschwarm drin. Ja, aber locker. Ein mega Kunstschwarm hier. Bekommen die Kundin halt ein paar Bienen geschenkt. Das ist auch okay. Ich habe genug.
Wasser ja auch immer. Man soll ja eine gute Qualität auch liefern. Ne? So, wir haben hier, haben wir Drohnenbrut rausgenommen? Nein, haben wir nicht. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Bautrieb war gut, Schwarmtrieb auch, Honig auch. Wir haben aber Bienen entnommen und wir haben Brut entnommen. Habe ich jetzt hier mehrmals übrigens mit dem Volk gemacht und der Schwarmtrieb hier für dieses Bienenvolk wird definitiv nun auch vorbei sein. Die werden dieses Jahr nicht mehr schwärmen. Seht ihr diese Räuberei? Wenn eure Bienen hier an den Eimer gehen, wo es rausriecht, muss man hochgradig sensibel mit den Tieren weiterarbeiten oder aber auch die Arbeit zu 100% einstellen, weil die Gefahr besteht, dass sich die Völker gegenseitig dann ausräumen. Und die ersten Völker, die ausgeräumt werden, sind übrigens immer Begattungseinheiten. Also die da hier, weil die haben natürlich auch die wenigste Verteidigung. Hier war unsere Königin. Die lassen wir jetzt frei. Jupp, lauf, stopp, nicht hochlaufen. Reinlaufen bitte. Ist sie jetzt endlich drin? Ja, die ist reingelaufen. Hier haben wir auch eine junge neue Königin drin. Jetzt zeige ich euch gleich schon mal einen Unterschied. Wenn wir Räuberei haben, können wir nicht mehr im Sternverfahren arbeiten. Wir müssen hier unseren Honigraum schließen. Sonst haben wir einfach die zu hohe Gefahr, dass tatsächlich von unten dann Bienen reingehen. Der Nachteil ist, wenn wir im geschlossenen Verfahren arbeiten, dass die Bienen unten drunter Licht nicht sehen können. Es wird dunkel und dann breitet sich die Biene in der kompletten Kiste aus. Bedeutet, beim Waben absetzen muss man richtig aufpassen, dass man da nicht aus Versehen dann den Bienenpulk unten drunter quetschen tut. Ja, aber gestellt brauchen wir hier gar nicht. Hier ist ja ein Oberträger, der hat gar nichts drauf. Was haben wir denn da? Da kommt noch mal Drohnenbrut rein, das ist gut, nur etwas krumm. Das ist noch besser, wenn euch ein Schwarm Drohnenbrut macht, besser kann es nicht sein. Alle Milben krabbeln rein, ihr braucht keine Milchsäure, keine Oxalsäure, es reicht aus, die Drohnenbrut einfach rauszunehmen. Und wer es wissen will, wie Milben belastet, der macht Querschnitte. Und kann dann so auch sehen, wie eigentlich die Belastung da drin gerade aussieht. Ne? Von Schnittkanten her habe ich jetzt keine gesehen, aber die Lücken her, die zeigen schon deutlich, dass da einfach noch viele Varroa-Probleme drin sind. Beziehungsweise jetzt dann bald erst losgehen. Weil die Varroa-Schäden, wenn man selbst gut gearbeitet hat, dann kommen die Varroa-Schäden Richtung Spätjahr mit verblühender Linde. Ja, da kann es dann für manche Völker echt schon knapp werden. Seht ihr, wir haben hier ein Problem. Hier haben wir jetzt eine Zelle drin. Eine Zelle von einem Schwarmvolk. Hier steht es 2020 Kaniker Hybrid. Tochter Nachschaffung. Ah, Moment, stopp. Da muss ich jetzt aufpassen. Das Bienenvolk schafft gerade nach. Das heißt, ich darf hier nicht noch weitere Zellen rausbrechen. Sonst nehme ich dem Bienenvolk die Genetik weg. Also, es war ein Schwarm mit der Altkönigin. Und die Altkönigin, die war dann hier durch. Und die Bienen haben sich dann eine neue gemacht.
Jetzt muss ich halt nur sicherstellen, dass die irgendwie noch mal eine Schwarmzelle hier drin hatten. Sonst habe ich denen gerade die Genetik rausgebrochen. Falls das wirklich die einzigste sein sollte, aber das ist unwahrscheinlich. Hier ist auch noch nichts drauf. Ja, hier ist noch eine Zelle. Gegenüber ist auch noch mal eine Zelle. Die lassen wir natürlich schlüpfen. Und hier haben wir noch mal eine Zelle. Und da unten noch mal eine. Also da sind jetzt wirklich mehr als genug Zellen drin. Das Bienenvolk macht jetzt eine stille Umweiselung, deswegen kann man hier auch die Zellen, also man muss die nicht rausbrechen. Man kann mal kurz reingucken, um Status anzuschauen. Das ist immer hier noch Streckmade. Das dauert noch, bis die Königin rauskommt. Und da das wie gesagt jetzt nicht der Schwarmtrieb ist, sondern nur eine stille Umweiselung, ist es so gut wie ausgeschlossen, dass sich dieses Bienenvolk als Schwarm trennt, auch wenn jetzt mehr wie eine der Schwarmzellen bzw. Nachschaffungszellen drin bleiben. Bei der stillen Umweiselung könnt ihr, wenn ihr so wollt, die Schwarmzellen alle drin lassen. Entschuldigung, die Umweiselungszellen werden auch manchmal Edelzelle genannt. Jetzt kommt die Besonderheit. Wenn wir im geschlossenen System arbeiten, darf man nicht blind aufsetzen, weil es könnten sich Bienen unten drunter anreichern, die dann alle plattgedrückt werden. Da muss man vorher gucken, was man tut. Wenn man weiß, dass die Bienen weg sind, dann kann man natürlich das wieder absetzen. Drohnenbrut haben wir raus und Rest der Bewertung geht noch nicht, weil wir haben hier keine aktive Königin drin. Noch nicht. Die Einraumbeute möchte ich jetzt mal kurz überspringen. Gehen wir erstmal hier zu dem Bienenvolk. Die Einraumbeute machen wir dann ganz am Ende noch mal rein. Reingucker. Oh, hier habe ich gerade eine Frucht gesehen. Aha. Noch mal eine. Und noch mal zwei. Wird Honigbeere genannt, ist aber eine sabirische Blaubeere. Oh, ich glaube, da muss ich nachher mal ernten kommen. Hier sind ja noch ganz viele Früchte, die sieht man gar nicht da im Vorbeilaufen. Die sind alle da unten drunter versteckt. Ach Gott, da sind ja noch mehr. Wow. Hier auch. Okay, muss ich nachher mal nach dem Video noch mal genauer gucken. Da werde ich bestimmt noch mal eine Handvoll raus. Smoker ist durch. Man hat es deutlich an der blauen Verfärbung gesehen. Dann füllen wir den wieder auf. Gras rein. Aua, vor eine Biene reingelangt. Das tut übrigens am meisten weh, wenn man aus Versehen so mit der Kante von der Hand auf eine Biene drauf langt. Das pfeffert richtig rein, weil das ganze Gift auf einer Sekunde euch reindrückt. Klar, dass das weh tut. Das ist jetzt ein Bienenvolk, wo ich auch weiß, dass da die Tochter geschlüpft ist. Hier habe ich den Schwarmtrieb einfach beendet, indem ich die Altkönigin einfach während dem Schwarmtrieb aus dem Volk genommen habe. Und dann lasst man halt ein paar Zellen stehen,
Jetzt in dem Fall, für dieses Bienenvolk, gab es hier noch nicht mal einen Nachschwarm. Also die haben sich hier wirklich komplett selbst selektiert, ohne nochmal ins Splitterschwärmen reinzukommen. Wenn die Splitterschwärme gemacht hätten, das würde man hier an der Bienenmasse sofort sehen. Die Königin hier drin hat keinen Punkt. Wenn ich das sehe, dann ist gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Drohnen, noch die letzten. Diesmal fliegen sie raus. Ich habe bei dem Volk hier massiv Drohnen schlüpfen lassen schon, weil die einfach sehr, sehr fit sind, die Bienen. So eine Genetik brauchen wir. Aber irgendwann ist dann auch Schluss, weil wir wollen da drin ja auch keine Varroamilben züchten. Hier ist die Königin rausgekommen. Und wenn man jetzt wissen will, ob die Königin schon befruchtet ist, entweder man sieht sie oder man schaut hier in die Lücken der Zellen rein und sucht nach Eiern. Hier sind auch nochmal Zellen rausgekommen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also Königin sind hier geschlüpft. Schon die fünfte Zelle, wo eine Schlupfrate hatte. Und es gab hier keine Schwärme. Also ich sehe hier noch keine Eier. Möglicherweise ist die Königin hier auch noch gar nicht begattet. Das sieht hier nicht aus nach einer begatteten Königin. Das sieht aus nach einer geschlüpften Königin. Also das wissen wir zu 100%, dass die hier geschlüpft ist. Aber da ist noch nichts an frischem Gelege drin. Von daher können wir das Volk, so wie es ist, wieder schließen. Aber ziehen da jetzt einen Grundschwarm raus. Jetzt wisst ihr auch, warum ich hier die... Also das Volk hier kurz mit meiner Linienbearbeitung unterbrochen habe, das war wegen den Räuberbienen, dass die mir nicht in der Linie folgen. Hat jetzt ein paar Sekunden gehoben und zack sind die Räuber schon wieder da. Deswegen machen wir auch hier jetzt wieder zu. Und da müssen wir uns halt beeilen. Wir brauchen wieder eine Grundschwammkiste. Und wenn man die Bienen nicht auf der Waage wiegen möchte, dann muss man sich halt das Leergewicht jeweils aufschreiben. Das ist eine 4,8er. 4,8 Kilogramm. Leer. ,8 plus 1,5 sind 5,8 plus die 0,5 sind 6,3. Wir brauchen 6,3 Kilo Bienenmasse hier drin. Das werden wir wahrscheinlich auch mit den zwei Völkern hinbekommen. Sehe ich gar keine Probleme. Das Schöne ist an dem Home-Hive-System mitunter, dass wir hier oben
weder Thron noch eine Königin drin haben. Weder noch. Geht ja auch nicht. Wegen dem Absperrgitter. Thronbrut geschnitten und Bienen entnommen. Hier kann ich noch nichts machen, weil die Königin auch hier noch nicht aktiv ist. Und somit eine Bewertung der Bienen eigentlich gar nicht machbar ist. Also wir gucken mal, was dieses Bienenvolk uns jetzt an Bienenmasse schon mal geschenkt hat. 5,6 haben wir und wir haben ja gesagt, von 4,8 auf 5,8, 6,3. Das heißt, da fehlt jetzt noch mal einiges an Bienenmasse, wo da noch rein soll. Und das können wir definitiv aus diesem Einraum-Home-Hive nachher rausholen. Jetzt geht es aber erstmal zu dem Wirtschaftsvolk. Da habt ihr ja in letzten Videos auch wahrscheinlich schon reingeguckt in dieses Volk und da habe ich ja ordentlich gemotzt, weil mir die Königin hier dann gar nicht mehr gefallen hat. Die hat sich viel zu viele Minuspunkte eingehamstert. Da habe ich gesagt, so jetzt reicht's, Königin muss gehen und habe da eine viel bessere, schönere, fettere Königin reingesetzt von 2022, habe ich mir gedacht. Dass die hier rumgeknödelt haben. Das hat sich nicht beim Absetzen schon so angefühlt, wie das da Verbindungsbrücken sind. Und auch hier gilt, wenn man die nicht wegmacht, wenn ihr sie wegmacht, ja, ich weiß, das kostet eure Zeit. Wenn ihr sie nicht wegmacht, dann kostet es eure Bienenleben. Ihr könnt euch jetzt überlegen, was ist besser. Zeitverschleiß oder Bienentod? Ich entscheide mich lieber für die Zeit und habe eben Bienen, die nicht tot sind, lebendige Bienen.
Und schon wieder sind die Räuber hier im Anmarsch. Dann machen wir hier halt auch wieder dicht. Und legen halt einen Zahn zu bei der Bearbeitung der Völker, weil je länger die Tiere offen sind, desto mehr Räuber werden angelockt. Und wenn einmal die Räuberei richtig am Dampfen ist, dann könnt ihr einpacken. Das ist vorbei mit lustig. Da bekriegen sich die Bienen bis aufs Härteste. Und also wer das hier sieht, wenn man im Frühling mit Bienenräuberei hat, dann wisst ihr, wie es gerade draußen aussieht. Insekten sterben, hurra, kann ich nur sagen. Ausgelöst durch Nahrungsmangel. Die Königin hier ist nicht markiert. Das ist ja eine frische, junge, neue. Und ich würde doch mal sagen, bis jetzt tickt das Volk ziemlich gut hier mit der neuen Königin. Gefällt mir alles. Die bauen hier wunderbar Waben. Die sind stark. Ich bekomme mit hoher Sicherheit hier nochmal Drohnenbrut raus. Was ich ja schon mehrmals erwähnte, genial ist. Auch hier, besser kann es nicht sein. Perfekt. Der Bienenstand wird erst in 14 Tagen wieder durchgeschaut, weil wir haben Schwarmzeit hier rum. Es gibt für mich keinen Grund mehr, alle 7 Tage herzukommen. Und normalerweise würde ich sagen, wenn ich in 7 Tagen gucke, mache ich in 7 Tagen einen Drohnenbrutschnitt. Dann habe ich hier auch noch mehr. Wo verdeckelt ist. In 14 Tagen würde ich diese Fläche hier verlieren. Und ja, es sieht übel aus, weil zum Beispiel kann man das an so Kleinigkeiten erkennen. Hier haben wir Ausräumverhalten von Bienen gehabt. Und was ist unten drunter? Der Varroakot in kleinen weißen Pünktchen. Dann wissen wir auch gleich, warum die Biene aufgeräumt hat. Deswegen raus damit. Gott sei Dank. Hier können wir ein bisschen platt drücken. Jetzt haben wir die Wabe kleiner gemacht und ich würde trotzdem sagen, wir setzen die gleich genau in die Mitte rein, diese Wabe, weil noch sind sie im Bautrieb und den nutzen wir natürlich aus. Hier wäre die perfekte Position, denn wir wollen, dass die Bienen hier ziemlich schnell diese Wabe noch mal runterziehen. Ist ja hier alles Bienenbrut. Da machen wir noch eine kleine Korrektur rein. Jetzt setzen wir die genau hier mittig. Dann ist die in 14 Tagen, wenn ich das nächste Mal gucke, komplett ausgebaut. Mir geht jetzt gerade wieder die Zeit ein bisschen hinterher. Ich habe nämlich gleich Kunden vor der Tür stehen, deswegen verzichte ich jetzt hier. Die Königin zu markieren, das kann ich auch in 14 Tagen noch machen. Übrigens, der 14-tägige Rhythmus, Bienen weiterhin durchzugucken, der dient natürlich weiterhin dem Wohl des Bienenvolkes. Und die Biologie sagt halt aus, wenn ich alle 14 Tage reinschaue fleißig, dann kann ich meine Drohnenbrutschnitte auch nicht verpassen, wegen den Schlupfzyklen. Deswegen 14-tägig gucken. Und im Schwarmtrieb deswegen 7-tägig oder 8- oder 9-tägig schauen, damit wir nicht die Bienenvölker als Schwärme verlieren. Geil, hier fette Drohnenbrutwabe. Besser kann es auch hier nicht sein. Junge Königin, die mir Drohnenbrut angesetzt hat. Bester Milbenfänger. Übrigens, da gibt es ja dieses Ding der Ansichten, so nach dem Motto, ach ja, ich lasse halt meine Drohnen drin und behandle dafür mit Milchsäure, weil ich eben möchte, dass die Bienen ihre Drohnen behalten. Ja, wie gesagt, das Thema hat man schon. Ich sag auch, Drohnen sind wichtig für ein Bienenvolk. Aber wenn die Alternative eine Säure ist,
dann muss ich halt leider sagen, weg mit der Drohne. Weil wenn man auf die Bienen, also erstens in der Saison, Behandlungen macht mit Säuren, dann sind die ausgeschlossen von eurer Honigproduktion. Das ist das eine. Und das andere ist, dass jede Behandlung, außer eben Drohnenbrutschneiden und Biotechnik, also Brutentnahme und so weiter, das sind alles Methoden, die machen eben nicht die Lebzeit von Honigbienen kaputt, sondern es ist eine rein mechanische Entnahme, während auch die Milchsäure oder Oxalsäure, Ameisensäure und so weiter jeweils tatsächlich das Bienenleben verkürzt. Und ich denke nicht, dass das eine Alternative sein sollte, Bienenleben zu verkürzen und dann zu sagen, dann lasse ich die Männchen schlüpfen. Dann finde ich, und ich weiß noch nicht mal, ob ich das finde, das ist einfach eine Feststellung, für die Bienen besser, als Imker so vorzugehen, dass ich Drohnen nur dann schlüpfen lasse, wenn die Gesundheit auch passend ist und es angebracht ist. Und wenn die Gesundheit eben am Boden ist und durch Milben beeinträchtigt wird, dann lasse ich die Drohnen auch nicht schlüpfen, sondern nehme die halt Step by Step raus, um ganz biologisch den Milbendruck von den Wirtschaftsvölkern rauszunehmen. Also hier können wir jetzt auch einen kleinen Trick machen, weil wir haben hier ein paar einzelne Bienen und wir brauchen da hinten noch ein paar Bienen auf unserer, in unserem Kundenschwarm. 4,8er, 5,1er, welcher war es denn jetzt? Wenn wir das Kundenschwarm brauchen, das war der hier, ne? Ja, der kann es nicht sein. Das muss der hier gewesen sein. Ja, da haben wir ja gesagt auf, schon wieder vergessen, 4,5,8, 6,3. 6,3 Kilo Bienenmasse brauchen wir drin. Und hier bekommen wir jetzt ein paar schon mal raus. Das kann ich deswegen machen, weil es hier nur leere Mittelwände waren. Da war ja nichts an Honigmasse dabei. Und deswegen kann man sowas mit den Tieren machen. Und wenn ich jetzt nicht will, dass die alle dann Abgang machen, dann kann man auch mal für die Aktion das Loch hier oben nehmen. So. Und Deckel zu. Übrig bleibt jetzt noch unser Einraum-Homehive, das letzte. Und dann brauche ich lediglich noch zwei junge Königinnen für die zwei Kundschwärme. Wir haben Drohnenbrut raus. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut. Bautrieb haben sie auch sauber hinbekommen, Honig sowieso. Und wir haben hier auch Bienen rausgenommen. Auch wenn es nicht viele waren, schreiben wir das natürlich auf. Letztes Bienenvolk. Da können wir wieder ordentlich kratzen gleich. Eine 2021er Königin. Wow, was für ein Mega-Volk.
Ja, also die sitzen dann wirklich ziemlich voll. Da machen wir jetzt auch wieder den Trick, dass wir hier mit dem Wabenständer arbeiten. Und auch klug wäre jetzt, wenn ich die Königin im vorderen Bereich relativ fix sehe, weil dann kann ich nämlich im Nachhinein dann die Bienenmasse abkehren. Bei dem System habe ich jetzt keine räumliche Trennung, das heißt prinzipiell kann es schon sein, dass die Königin einfach überall langläuft. Und ich befürchte, wir haben hier massiv Anbau an die Kiste dran. Ich habe es gerade beim Rähmchen schieben hier massiv gemerkt, dass wir da Verbindungsbrücken haben. Da muss man jetzt wahrscheinlich ordentlich kratzen. Und um richtig zu kratzen, brauchen wir auch einfach Platz. Deswegen nehme ich jetzt hier gerade nochmal eine Honigwabe raus. Ah, oh, okay, jetzt weiß ich, warum, was es war. Oh, oh. Da hatten wir nämlich mal ein paar Waben reingefüttert. Deswegen hat es hier hat's einen Widerstand geschoben. Aha. So, jetzt läuft das Ding wieder glatt. Trotzdem haben sie hier angebaut. Und schlimm ist nicht. Hier ist was verbunden. Hier haben sie eine Doppelwabe reingebastelt. Sowas ist für gar nichts gut. Das gibt immer Sifferei und führt zu Problemen. Ja, ihr seht schon, es ballert runter. Ganz blöd. Ne? Also das ist so ein Ding, wo ich als Imker überhaupt nicht leiden kann, weil das hier führt halt immer zu Verlust, egal wie man es dreht. Ich kann hier auch der Wabe nicht viel helfen. Wenn ich jetzt einen Eimer dabei hätte, würde ich es irgendwie abernten wollen. Habe ich jetzt aber nicht dabei. Deswegen landet halt in dem Fall leider der gute Honig hier im Eimer. Aber mit sowas kann man halt auf gar keinen Fall weiterarbeiten. Ne? Das verbietet sich, weil die Wabe hier derartig kaputt ist, kann man hier nur einen glatten Schnitt machen und der Biene sagen, bau mal bitte besser und neu. Hier auch selbes Thema nochmal, zack, Runde damit. Dann hier ganz leicht andrücken. Auf der nächsten Wabe sieht es halt leider auch nicht besser aus. Aber sie ist Gott sei Dank jetzt auch nicht weiterhin verbunden. Die verzogene Mittelwand, das kann euch mal passieren bei Naturwaben. Also die Wabe hier kann ich jetzt mit Ach und Krach vielleicht noch mal hinbiegen. Ja, es sieht nicht ganz übel aus. Also lass mal die erstmal so drin im Volk. Und da kommt die Biene schon irgendwie mit klar. Beide Waben werden auf jeden Fall nach hinten gehängt in den Honigraum. Die haben da vorne einfach nichts mehr verloren wegen der Räubereigeschichte. Drohnenbrut lasse ich schlüpfen. Ein super Volk hier.
Ich gucke die jetzt deswegen alle einzeln durch, weil ich würde ganz gerne die Königin hier erstmal irgendwie wissen, auf welcher Wabe sie hockt, bevor ich dann hier blinden Kunstschwarm reinschüttle. Ja, die Räuberbienen haben es auch schon wieder kapiert. Schwarmzeit hier scheint auch vorbei zu sein. Cool, jetzt haben wir die Königin. Jetzt machen wir folgenden Trick, weil die mir hier zu knapp an den anderen Waben sitzt. Schnappen wir uns mal das Tier, setzen das mal hier bitte ganz nach vorne und dann kann es eigentlich schon losgehen. Also ich suche mir jetzt natürlich Waben raus, wo nicht so viele Drohnen einfach auch drauf sitzen. Wenn jetzt da in so einem Kuhnschwarm mal zwei, drei Männchen drin landen, das ist schon okay, aber wenn da 40, 50, 60 drin landen, die scheißen euch die Kuhnschwarmkiste richtig voll, weil die Männchen Panik schieben und dann auch die Bienen da einfach nervös machen in so einem Gittergefüge drin. Jetzt geht es wieder um Geschwindigkeit, weil ihr wisst ja, die Bienen sind Flügge und fliegen zurück. Und der einzige Grund, warum ich hier ohne Trichter arbeiten kann, ist einfach meine Geschwindigkeit. Wenn ich hier ein bisschen langsamer arbeiten würde, dann bräuchte ich hier definitiv einen Trichter. Weil sonst habe ich ja jedes Mal die Arbeit von vorne, wenn ich Bienen abkehre. Dann bringt mir das nichts. Ihr seht ja, wie schnell es geht, wie sie da rausschießen. Hier sind mir jetzt viel zu viele Drohnen drauf, also da werde ich nichts abschlagen. Das wäre unsinnig. Aber das hier ist gut. Da sind auch ganz schön viele Drohnen drauf. Oh, da sind viel zu viele Drohnen drauf. Mensch, Mädels, was macht ihr denn mit mir? Muss mal auf die ganz hinteren Waben dann gehen. Und hier genau dasselbe Spiel. Da brauche ich gar nicht erst an den Kunstschwamm denken. Aber wir denken hier natürlich an die Drohnenbrut. Wir haben hier bei dem Volk nämlich schon mehr als genug Männchen schlüpfen lassen. Und wenn ich jetzt noch mehr schlüpfen lasse, dann laufen wir da einfach massiv Gefahr auf Milbenprobleme. Hoppala. Ja, gleich wird es wieder unangenehm, den Räubern. Eine Wabe, die wir uns vormerken müssen. Hier haben wir eigentlich fast dasselbe Problem. Würde ich jetzt aber behaupten, wir lassen hier dann halt nochmal die paar Drohnen schlüpfen, sonst verlieren wir hier einfach viel zu viel Honig. Die Wabe vormerken, die müssen wir nachher versetzen. Ja.
Das ist auch eine ganz tolle Wabe, die wir komplett rausnehmen können. Nächste Wabe, die wir dann versetzen. Das sind jetzt die zwei hier schon mal. Die zwei müssen nach hinten und die zwei müssen entweder nach vorne oder auch nach hinten, je nachdem, wie wir jetzt gleich weiterkommen. Das wir drin noch weiterhin sehen. Okay, also jetzt komme ich auch langsam auf den Trichter, dass das völlig deplatziert ist, hier den Kunstschwarm zu bilden, weil hier einfach viel zu viele Männchen in dem Volk rumeiern. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch nachher noch mal an das andere Volk hin und ziehen da die restlichen Bienen raus, weil das hier hat halt keinen Mehrwert. Ihr seht, wir haben hier überall in die Honigwaben die Drohnenbrut reingedrückt bekommen. Und da haben sich leider doch auf den hinteren Waben mit so vielen Männchen angereichert, dass das einfach für einen Kunstschwarm ist. Das ist völlig deplatziert. Macht man nicht. Und die Zeit langt mir jetzt auch hier nicht, mit irgendwelchen Bienenfluchten zu arbeiten. Auch die Wabe müssen wir versetzen nachher. Jetzt haben wir schon drei Waben. Jetzt können wir zum Beispiel mal sagen, wir schieben den Block nach vorne, weil die Wabe ist ja größer wie die anderen. Dann haben wir hier schon mal die richtige Stelle. Und hier haben wir sogar Bienenbrut noch drin. Die können wir auch versetzen, die Wabe. Ein bisschen glatt machen. Hier nochmal drüber. Honigwabe. Mit etwas Brut von der einen Seite, ziemlich gut flach, muss man nur wenig Korrektur machen. Von der Seite sieht es ein bisschen anders aus, aber auch noch alles im Rahmen. Okay, wunderbar. Hubala. Das hier ist eine richtig krumme Honigwabe. Können wir aber auch fix drücken. Dann ist das Problem behoben. Und gleich ranschieben, dass wir Arbeitskräfte an fließenden Honig haben. Jawohl, ja, wir kommen echt gut weiter. So, hier haben wir aber nur ein paar Männchen. Das wäre jetzt eine Idee für die Kunstschwarmkiste. Absolut. Jawohl, also da kriegen wir noch ein paar Kramsen Bienen zusammen. Dann müssen wir die nochmal runterschütteln. Einmal Bienen. Zweimal Bienen.
Ah ja, so muss das funktionieren. Und da der Deckel zu. Das waren die drei Waben, die lassen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber hinten. Dann haben wir hier eine Wabe, die ist total krumm. Drücken wir rein. Korrigieren hier nochmal. Jetzt wieder den Trick des Versetzens. Die Wabe hier ist eine Vollkatastrophe, aber lösbar. Jetzt nochmal hier. Guck mal, wenn ihr wollt, dass die Bienen rausgehen, kurz dagegen treten. Dann sind die meisten draußen und alles, was da noch drin bleibt, Pech gehabt. Wenn die Bienen zu arg im Eimer rumsuchen, dann springen da die Varroamilben denen auf den Buckel. Und dann habe ich da auch kein Problem damit zu sagen, hey, Deckel zu. Das ist ein Seucheneimer, Quarantäne da drin. So, also wenn wir jetzt auch hier Räuberei haben, speziell wegen der Räuberei, machen wir hier jetzt ganz schnell dicht. Das hat sonst keinen Zweck. Da gilt jetzt eher mit Geschwindigkeit, das Volk wieder zuzumachen. Ranschieben. So, wir haben Drohnenbrut raus. Ansonsten volle Punktzahl. Und wir haben hier ein paar Bienen entnommen. Kommt noch dazu. Auf 6,3 müssen wir, ne? Was haben wir hier schon? 5,9, 0,4 noch. Na komm, die holen wir jetzt halt hier von der Kiste noch raus. Ist halt so. Brauche ich einen Meißel? Ja, natürlich brauche ich einen Meißel. Also mein Bauchgefühl sagt mir hier ganz klar, nicht noch mehr Bienen abziehen. Sonst schaffen die das auch mit der Honigbearbeitung hier nicht mehr so richtig. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie Pech mit dem Kundenschwarm. Das sieht nicht so gut aus. Normalerweise müsste ich da jetzt zu einem anderen Bienenstand noch schnell hüpfen, um auf die entsprechende Bienenmasse hier noch zu kommen. Mir reicht aber die Zeit nicht mehr aus. Ja, das Blöde in der Berufsimkerei. Die Zeit reicht nie. Kann man machen, was man will. Ich habe meinen Tag nicht einmal in 11 Jahren zu Ende geschafft. Nicht einmal. Das Volk hatte hier noch genügend Bienen. Dann müssen wir da halt nochmal plündern. Ja, hier ist der schön voll da oben.